und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch den Inhalt von meiner Weihnachtsbox Deluxe genauer zeige. Viele von euch fragen sich jetzt bestimmt, was ich überhaupt meine. Vielleicht habt ihr es ja auf Instagram nicht mitbekommen gehabt oder verfolgt mich da nicht mit. Ich habe dieses Jahr zum allerersten Mal eine Weihnachtsbox rausgebracht. Und genau, da sind 10 Geschenke enthalten. Es war aber nur eine streng limitierte Edition, also 50 Weihnachtsboxen haben Julia und ich insgesamt gepackt. Wir haben das alles von Hand gepackt, also 500 Pakete. Ich habe jedem eine Weihnachtskarte geschrieben, also es war ein persönliches Weihnachtsgeschenk an meine Community. Und diese Box hatte einfach einen Warenwert von über 400 Euro und haben wir dann für 139 Euro verkauft, also ein richtiger Schnapper. Und genau, für alle die, die leider zu langsam waren und keine Box sich mehr ergattern konnten, zeige ich euch jetzt mal, was so in der Box drin war, damit ihr vielleicht mal einen kleinen Einblick davon bekommt, weil vielleicht machen wir sowas ja nochmal. Diese Box war nämlich einfach innerhalb von 1,5 Stunden ausverkauft, also es ging echt rucki-zucki. Und genau, das heißt, vielleicht überlegen Julia und ich uns ja nochmal irgendwie sowas Cooles, aber jetzt zeige ich euch erstmal, was so da drin war. Fangen wir an mit etwas, was man immer gebrauchen kann und wo jedes Pferd sich drüber freut, und zwar Leckerchen. Diese hier sind jetzt von Eggersmann, ein 1-Kilo-Pack, also eine richtig große Tüte. Und das ist eine Winter-Edition, also extra für Weihnachten. Und zwar Leckerlis für Pferde und Ponys mit Lebkuchen-Aroma. Das war so gesehen als erstes drin, oder das zeige ich euch jetzt hier gerade als erstes. Dann etwas, was ich selber, die meisten von euch wissen es ja wahrscheinlich schon selber, über Jahre benutze. Und zwar vom Famaka das Manspray. Ich benutze ja mittlerweile sogar alle Pflegeprodukte nur noch von Famaka, weil ich da einfach mega happy mit bin. Und genau, das sind jetzt 500 Milliliter, also habt ihr ein Manspray auch in diesem Paket enthalten gehabt. Weil ich weiß einfach selber, dass das super gut ist. Ich bin super begeistert davon und deswegen musste das einfach für euch auch noch mit rein. Dann hat Animalon auch eine Naturkadätsche mit reingesponsert. Ich hole die jetzt mal hier raus. So sieht die Bürste aus. Die sind ja bei Animalon immer so schön flexibel, dass man überall wirklich an jede Ecke und Stelle vom Pferd drankommt und alles schön sauber geputzt kriegt. Die selber habe ich tatsächlich auch bei mir in der Putztasche drin und benutze sie eigentlich fast täglich. Dann noch was fürs Pferd zum Putzen, und zwar von Stallbedarf 24, ein Lammfellhandschuh von Kentucky. Da hat jeder von euch einen in Schwarz drin gehabt und der ist einfach super weich und super flauschig. Ich hätte den am liebsten auch selber. Vielleicht muss ich mir den auch selber mal holen. Und zusätzlich gab es noch einen 25-Euro-Gutschein für Stallbedarf 24 mit dabei. Also da könnt ihr dann selber einfach shoppen und schauen, was euch so gefällt und was ihr vielleicht noch braucht. Dann hat einfach Oceans Apart auch was mit reingepackt, und zwar ein Scrunchie. Den haben wir in ganz verschiedenen Farben. Hier habe ich jetzt einen in Schwarz als Beispiel. Wir hatten aber noch rosa, gelb, weiß und ich glaube, irgendeine Farbe war da, glaube ich, noch mit bei. Und genau, ich finde, sowas kann man ja eh immer super gut gebrauchen. Außerdem, jetzt wird es schon so richtig, richtig cool, und zwar ist auch ein Stirnriemen von Royal Haar dabei gewesen. Es waren 50 verschiedene Farben, also jeder hat eine andere Farbe bekommen. Hier sind jetzt schon mal 3, die es zum Beispiel auch gab. Und die sind ja einfach so wunderschön. Ich liebe die. Die steht auch einfach jedem Pferd, vor allem wenn die dann noch so geschwungen sind. Also die mag ich richtig gerne. Ihr fragt mich ja auch immer, woher Bellamys Trense ist. Die ist zum Beispiel auch von Royal Haar Schmuck Unikate. Und Paolas Trense ist auch von da. Also ich bin einfach ja super begeistert davon. Ich habe auch mittlerweile schon Gamaschen, Sattelgurt. Also ich habe schon mehrere Dinge von denen. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy darüber, dass auch ein Stirnriemen mit im Paket sein kann. Natürlich hat Royal Horseman auch was beigepackt. Und zwar zum einen unsere Beanie in Silberschein. Ich denke, die kennen die meisten schon. Die haben wir ja auch eigentlich immer im Winter an, irgendeiner von uns in irgendwelchen Videos. Also die war zum einen drin. Und dann haben wir uns gedacht, dann können wir auch gleich ein ganzes Outfit mit reinpacken. Da geht es dann weiter mit dem Oberteil.
Und zwar unserem Rollkragenpullover Glitter Grey. Ich packe den mal aus für euch. Ich denke, den kennt auch fast jeder, aber ich stelle den trotzdem mal kurz vor. So sieht der aus, also ziemlich schlicht, nur halt mit Glitzer dann. Und hier unten ist dann nochmal das Logo, das RH-Logo. Und hier hinten ist nochmal so eine Silberplakette drauf, wo dann auch nochmal Royal Horseman draufsteht. Genau, das ist das Oberteil, was es dazu gab. Und zu einem Outfit fehlt natürlich auch noch eine Hose. Und deswegen gab es auch noch eine Reitleggings dazu. Und zwar haben wir uns da für die Ice Blue entschieden, damit es noch so ein bisschen knalliger wird, das Outfit. Ich glaube, die kennt auch mittlerweile fast jeder. Die hat ja einen grauen Besatz und ansonsten, wie man schon am Namen hört, ist sie Ice Blue farben. Und genau, die gab es also auch noch dazu. Und jetzt kommt das größte Geschenk vom ganzen Paket. Es liegt schon hier hinten. Und zwar einfach eine Abschlussdecke. Waldhausen hat 50 Abschlussdecken dazu gegeben. Richtig cool. Ich selber habe diese Abschlussdecke auch. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen. Ich habe die auch auf Instagram verlost. Genau, jeder hat die in einem Grau bekommen. Ich habe die ja auch im Grau und auch in Dunkelblau, weil ich die einfach super schön finde. Hier habt ihr ja jetzt gerade schon einmal das Glitzer-Logo gesehen. Und hier vorne hat die dann auch noch so einen schönen Kragen. Muss ich mal hier kurz... Oh, die ist riesig. Ich drehe die mal wegen dem Logo. So, hier vorne hat die erstens noch so einen schönen Kragen. Und genau, ansonsten ist die recht schlicht gehalten, was ich super finde. Und die Farbe ist einfach richtig schön. Die steht ja auch einfach jedem Pferd. Und eine Abschlussdecke kann man ja auch immer gebrauchen. Das war also jetzt das größte Paket. Ich bin auch einfach mega happy, dass allgemein die Firmen uns da so toll unterstützt haben, weil das war eine ganz spontane Aktion von Julia und mir. Wir haben uns gedacht, das wäre ja mega cool, aber wir mussten natürlich auch erstmal Firmen finden, die dabei sind. Und ja, ich bin einfach nur super dankbar, dass so viele tolle Geschenke jetzt da drin enthalten waren. Ich habe auch schon super viele liebe Nachrichten von euch bekommen, für die, die es schon ausgepackt haben, dass sie super zufrieden mit der Box sind. Und das freut mich natürlich ganz besonders, weil wir selber ja nicht wussten, wie das ankommt. Seid ihr happy mit dem Inhalt? Weil nur weil wir den gut finden, heißt es ja nicht, dass ihr den auch gut findet. Aber da waren wir auf jeden Fall sehr froh drüber. Und jeder von uns hat auch noch eine kleine Zuckerstange bekommen, weil das ist, finde ich, so richtig typisch bei einem Weihnachtsgeschenk. Deswegen musst du das auch mit rein. Außerdem gab es für jeden auch eine Autogrammkarte. Und ich hatte ja am Anfang des Videos schon erzählt oder beziehungsweise erwähnt, dass ich auch Weihnachtskarten geschrieben habe. Da gab es jedes Mal eine unterschiedliche Karte. Fürs Video habe ich jetzt mal diese hier rausgesucht und dann habe ich jedem von euch noch eine Weihnachtskarte geschrieben. Und in einer dieser 50 Boxen haben wir noch eine Goldcard versteckt. Und zwar hat die Person, die die Karte in der Weihnachtsbox hatte oder hat, ein Treffen mit mir und Bellamy am Stall gewonnen. Und genau, auf dieses Treffen freue ich mich schon sehr. Ich bin mal gespannt, wie das wird. So was haben wir ja auch noch nie gemacht. Da haben wir immer eigentlich eher gesagt, nee, trauen wir uns erstmal nicht so ran. Und jetzt dachten wir, jetzt brauchen wir nochmal so einen richtigen Eyecatcher im Paket. Und dann haben wir diese Goldcard hier reingepackt. Ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht drehe ich ja auch über dieses Treffen dann ein YouTube-Video. Außerdem haben wir auch erwähnt in der Insta-Story, dass wir ein paar Pakete persönlich ausliefern. Das haben wir auch schon gemacht, darüber habe ich schon ein Video gedreht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr da natürlich gerne auch nochmal vorbeischauen. Insgesamt haben wir 3 Weihnachtsboxen persönlich ausgeliefert. Der Rest ging dann mit der Post raus. Das war auf jeden Fall auch ein richtig schöner Tag. So, das hatten wir auch noch nie gemacht. Also viele Dinge, die wir dieses Jahr noch nie gemacht haben und jetzt irgendwie alles auf einmal gemacht haben. Das war auf jeden Fall richtig cool. Ich zeige euch jetzt nochmal einmal schnell, wie so eine Box dann aussah, wenn wir die fertig gepackt haben. Und zwar kam die dann so ungefähr bei den Leuten an. Also alles eingepackt und um die Abschlussdecke haben wir dann so eine Schleife gepackt. Und genau, so sah das Ganze dann aus. Es war natürlich
echt super viel Arbeit. Also Julia und ich haben das ein bisschen unterschätzt, diese Arbeit. Wir dachten auch irgendwie, sind schneller im Geschenke einpacken, aber es hat Stunden bzw. Tage, Wochen gedauert. Deswegen mussten einige auch so ein bisschen länger auf die Box warten. Aber es war ja auch für Weihnachten angedacht. Also hat man ja schon gesagt, dass das eine etwas längere Lieferzeit haben wird. Ja, also nochmal ein großes Dankeschön an die Firmen, die mich da so toll unterstützt haben, die das ermöglicht haben. Ich bin einfach mega happy. Ich bin happy, dass sie euch gefällt. Und genau, ich freue mich natürlich, wenn wir sowas vielleicht nochmal rausbringen können. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr darauf Lust hättet, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing gefallen. Und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!